Guten Abend und herzlich willkommen. Ich freue mich auf einen weiteren spannenden Gast in meiner Reihe. Nämlich heute Abend ist Frau Dr. Petra Bracht bei mir. Und sie hat dieses wunderbare Buch auf den Markt gebracht, welches schon jetzt ein Bestseller ist, Klartext Ernährung. Wir wollen heute Abend über Ernährung sprechen. Ich freue mich, dass Frau Dr. Bracht auch schon in der Leitung ist. Und dann kann es gleich losgehen. Guten Abend. Ja. Guten Abend, hier bin ich und da sind Sie, wie schön. Wunderbar, ich freue mich, Sie zu sehen. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Sie haben heute schon einen anstrengenden Praxistag hinter sich? Ja, klar. Wieso immer? Ich habe ja eine Praxis hier in Bad Homburg. Und wie sieht das abendliche Programm aus? Haben Sie Chancen zu entspannen und wie entspannen Sie in diesen Tagen? Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, also nach diesem Interview werde ich erstmal was essen, weil da bin ich noch nicht wirklich dazu gekommen. Ich habe jetzt eine Portion Beeren gegessen, Erdbeeren. Das ist einfach wunderbar jetzt in dieser Zeit. Mhm. Aber sonst noch nichts und ich liebe es schon auch wirklich mit leerem Bauch zu arbeiten, weil ich dann immer sehr klar im Kopf bin und das werde ich dann machen. Ich werde heute Abend ein Spargelgericht essen, da freue ich mich schon drauf und einen Salat und dann werde ich vielleicht noch ein bisschen was lesen und dann gehe ich aber auch schon bald ins Bett. Das Thema Ernährung zieht sich wie ein roter Faden durch Ihr Leben und durch Ihre Arbeit. Wir sprechen gleich noch drüber. Jetzt haben Sie das gerade so schön anmoderiert. Sie essen heute Abend noch ein Spargelgericht und da freuen Sie sich drauf. Hat Ernährung bei uns einen falschen Stellenwert? Ja, ich denke schon. Und vor allen Dingen hat es einen negativen Stellenwert teilweise. Und das macht mich so ein bisschen traurig, weil ich weiß einfach aufgrund meines ganzen Lebens, also ich beschäftige mich damit seit über 30 Jahren und das ist mein Alltag. Also ich bin ja als Ernährungsmedizinerin immer wieder damit konfrontiert, was Ernährung auch so macht. Und ich weiß halt auch, dass Ernährung oftmals bei den Leuten, wenn man das erwähnt, auf Abwehr stößt. Und das finde ich einfach so schade, weil gesunde Ernährung ist ja eigentlich ein Geschenk, weil ich erlebe es ja immer wieder, wie auf der einen Seite Ernährung natürlich als Prävention das Allerbeste ist, eine gesunde Ernährung, aber auf der anderen Seite halt auch tatsächlich bei schon vorhandenen Krankheiten auch wieder heilen kann. Und deswegen ist es so ein bisschen diese Negativität, die damit einhergeht, das ist einfach sehr, sehr schade, weil gesunde Ernährung ist ein Geschenk und wir müssen auf nichts verzichten, weil das denken ja die Menschen immer. Die denken immer, gesunde Ernährung heißt, ach meine Güte, da muss ich den ganzen Tag vielleicht auf der Möhre rumkauen oder irgendwie. Aber das ist natürlich überhaupt nicht, weil also Ernährung ist für uns alle was ganz, ganz Wichtiges und auch für mich, ich liebe Essen und wir haben immer ganz viele Menschen auch hier bei uns und wir haben Kinder, die jetzt schon sehr groß sind und die haben Freunde. Und die essen gerne, gerne bei uns. Und sie können sicher sein, dass, ja, dass dieses Essen dann auch schmeckt, obwohl es gesund ist. Und gerade jetzt, so in den Zeiten, die wir ja hinter uns gebracht haben, sprich diese Corona-Zeit, wo wir wirklich zum einen viel zu Hause waren, Menschen auch auf der einen Seite auch ein paar Kilos zugelegt haben. Das ist nicht selten. Aber auf der anderen Seite auch wieder dieses Bewusstsein für Gesundheit und der Wert für Gesundheit gestiegen ist, habe ich doch so eine leise Hoffnung, dass das Thema Ernährung auch wieder mehr Akzeptanz findet. Wobei die andere Seite ist ja, wenn es um Ernährung geht, heißt es ja immer, meine Güte, da gibt es irgendwelche Leute, die wollen mir jetzt auch noch vorschreiben, was ich essen soll. Und das ist schade. Sie sind nicht nur Bestseller-Autorin mit diesem wunderbaren Buch Klartext Ernährung, welches seit einigen Wochen auch auf der Spiegel-Bestsellerliste steht. Sie sind, und Sie haben gerade ein wenig tief gestapelt, Frau Doktor, Sie sind die Ernährungsmedizinerin in Deutschland. Es gibt, glaube ich, kaum eine, die ansatzweise so renommiert ist und die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Jetzt muss ich Ihnen gleich zu Beginn unseres Gespräches ein Geständnis unterbreiten. Ich habe es am Nachmittag nicht ganz geschafft. Ich war bei McDonald's. Das ist wahrscheinlich für Sie die Todsünde, dass ich Fastfood heute zu mir genommen habe. Ist das für mich zu spät, nach all den Jahren und in diesem doch sehr stressigen Beruf, die Ernährung noch umzustellen? Also Todsünde gibt es gar nicht. Es gibt immer mal eine Sünde. Und wenn man diese Sünde auch noch genießt, dann ist es schon viel, viel weniger schlimm. Und Sie sind doch auch noch jung. Und selbst wenn Sie 80 wären, würde ich Ihnen sagen, es ist nie zu spät, weil unser Körper, der ist so extrem klug und schlau, der dankt sofort. Also wenn Sie heute sich entscheiden,
selbst wenn sie 80 werden, das will ich nochmal sagen, dann können sie ganz viel reparieren mit ihrem Körper. Wir wissen, dass bestimmte Nahrung, also ich nenne diese Nahrung jetzt einfach mal, nämlich vollwertige Pflanzennahrung, dass die tatsächlich die Fähigkeit besitzt, unsere Anti-Aging-Gene, die sogenannten Sirtuine, zu aktivieren. Und die gibt es, wenn wir jung sind, die gibt es, wenn wir mittelalt sind und die gibt es auch, wenn wir alt sind. Und wenn die dann tatsächlich die richtige Ernährung bekommen, damit die aktiv werden können, dann können die auch in hohem Alter und jetzt genau bei Ihnen natürlich noch ganz, ganz viel Positives machen. Also es ist nie zu spät, um es kurz zu machen. Wie lange braucht denn der Körper, bis der sich an eine neue Ernährung gewöhnt? Das ist eine ganz tolle Frage. Also ich erlebe das ja immer wieder, es kommen kranke, viele kranke Menschen zu mir, also mit unterschiedlichen Krankheitsbildern, also Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes, Bluthochdruck, Fettleber, Autoimmunerkrankungen, rheumatische Erkrankungen, all das, was dazugehört. Und wenn die bereit sind, umzustellen, und das ist immer wunderbar zu beobachten, dann merken die, dass im Körper was passiert. Und zwar in Richtung Verbesserung nach ungefähr 10 bis 14 Tagen. Und das finde ich natürlich großartig, dass der Körper so schnell agiert. Also ein Beispiel, ich kann mich erinnern, das war noch nicht allzu lang her, da kam ein etwas älterer Herr, der ganz schwere Herzbeschwerden hatte, Angina pectoris, also Herzkranzgefäßverengung. Und der hat halt so in diesem Low-Carb-Bereich beziehungsweise ketogene Diät sich aufgehalten, also viel Gemüse gegessen, aber auch Riesenportionen an Fleisch und an Fisch. Zwar hohe Qualität, aber das hat ihm nicht gut getan. Er hat also diese Herzkranzgefäßverengung bekommen und auch Bluthochdruck und Diabetes mellitus und er konnte kaum die Treppen hoch. Und es war einfach so schön. Nach 14 Tagen hat er angerufen und hat gesagt, er kann es gar nicht glauben. Er hat gar keine Beschwerden mehr. Und jetzt überlege ich gerade, es war im November vor einem Jahr. Und ich habe vor 4 Wochen mit ihm wieder gesprochen und es geht ihm so gut wie nie zuvor. Ich will einfach nur sagen und ich will Lust drauf machen, dass unser Körper wirklich alles tun kann, wenn er die richtige Nahrung bekommt. Er kann sich nämlich selbst heilen. Und ich finde, das müsste jeder erfahren und jeder wissen. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich jemandem irgendwie ein Dogma überstülpen möchte, sondern ich will eigentlich nur sagen, meine Güte, die Natur hat so viel zur Verfügung gestellt. Wir müssen das nur wissen. Deswegen schreibe ich ja auch wie eine Wilde. Ich schreibe ja ein Buch nach dem anderen, weil ich das so wichtig finde. Und dann ausprobieren. Ich kann richtig gut erzählen. Das weiß ich schon. Aber ob das stimmt, was ich sage, das können Sie nur probieren. Und wenn ich das schaffe, Sie zu begeistern, das wäre natürlich total toll. Dann könnten Sie nämlich vielleicht in 14 Tagen sagen, hey, ich habe es ausprobiert und siehe da, mir hat es richtig gut getan. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie irgendwas haben, was bei Ihnen Ich werde Ihnen Rückmeldung geben, das auf jeden Fall. Sie sind ja auch eine medizinische Influencerin. Sie haben einen YouTube-Kanal mit mehreren hunderttausend Followern, ja, sind auf Instagram aktiv, man findet Sie auf Facebook. Aber kurze Frage, wie sieht denn gesunde Ernährung aus? Und dann gibt es natürlich immer noch dieses Vorurteil, dass gesunde Ernährung teurer ist. Damit können Sie ja vielleicht auch aufräumen. Heißt das zwangsläufig, wenn ich mich gesund ernähren will, dann muss ich tiefer in die Tasche greifen? Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Weil pflanzliche Ernährung heißt also viel vollwertige Kohlenhydrate essen, 55-65% am Tag von der gesamten Nahrung, ungefähr 10-15% Eiweiße und ungefähr 20-30% Fette. Und die gesunden Kohlenhydrate, die sind Kartoffeln, Vollkornreis, Vollkorngetreide und die Proteine, also die Eiweiße, die ja eigentlich so teuer sind, weil viele Leute immer noch denken, das ist halt Fisch und Fleisch und wenn das hochwertig ist, ist es teuer, sind in der Pflanzenernährung die Hülsenfrüchte. Und die Hülsenfrüchte, die kosten überhaupt nicht viel Geld. Ganz im Gegenteil, also wenn man sich richtig gesund, wertvoll, pflanzlich ernährt und das auch noch biologisch angebaut, dann kann man vielleicht sogar das Geld, das man dann spart, in irgendeine schöne, weiß nicht, eine schöne Massage stecken oder in was anderes, was einem zusätzlich noch gut tut. Also es stimmt nicht, dass pflanzliche Ernährung teuer ist. Überhaupt nicht. Die eine oder andere Schleckerschnute schaut vielleicht jetzt gerade zu. Wie sieht's denn mit dem ganzen Süßkram aus? Schokolade, Nüsse, zu all den Dingen, zu denen man vielleicht abends greift, wenn man in diesen Tagen häufiger doch zu Hause bleibt.
und das Fernsehprogramm genießt. Also, wenn es Nüsse sind, bin ich da völlig einverstanden, weil Nüsse, die haben ja leider so einen schlechten Ruf, weil sie ja so fetthaltig sind. Aber wir wissen mittlerweile, dass Nüsse einfach unglaublich wertvolle Nahrungsmittel sind. Die haben zwar auch viel Energie, aber die haben auch ganz viele wertvolle Fette und wertvolle Vitalstoffe. Zum Beispiel die Walnuss ist eigentlich die wertvollste Nuss. Die ist auch unglaublich gut für unser Gehirn. Also sie sieht ja auch schon aus wie ein Gehirn mit zwei Gehirnhälften. Die kann man durchaus gut essen. Und das Tolle an Nüssen ist auch noch, dass die sättigen. Im Gegensatz zu der Fast Food. Das sieht ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie einen Hamburger essen, ob Sie dann gerne noch einen zweiten essen würden. Das macht ja schon so ein bisschen süchtig, oder? Das eher nicht. Ja, es hält sich in Maßen, aber man merkt natürlich auch, dass man am Ende dieses Völlegefühl hat, was einem auch Energie raubt. Da sind wir auch bei so einem Thema, ja. Gesunde, ausgewogene Ernährung gibt dem Körper natürlich auch viel mehr Kraft, viel mehr Power, die man vielleicht für den Tag, für den Job braucht. Ja, das ist ganz klar, weil, also nochmal so diese ganz normale Kost, die wir hier tagtäglich zu uns nehmen, mit den ganz vielen veränderten Fertignahrungsmitteln, die ist hochkalorisch, also sie hat eine hohe Energiedichte. Auf der anderen Seite fehlt dieser Nahrung ganz viel an Vitalstoffen, also sprich Vitamine und so weiter. Und was sie auch nicht haben, sind sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe. Das heißt also, der Körper muss für die Verdauungsarbeit ganz viel Energie verbrauchen. Das ist die eine Geschichte. Deswegen werden Menschen, wenn die so eine schwere, fetthaltige, ganz normale deutsche Küchenkost essen, die werden dann danach auch sehr, sehr müde. Im Übrigen, die meisten Fehlentscheidungen werden nach einem üppigen Mittagessen während des Berufsalltages anschließend getroffen, weil nämlich das Blut vom Kopf leider nach unten wandert und dann nicht mehr so viel vorhanden ist. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich liebe es schon, wenn ich relativ wenig gegessen habe, dann einfach auch nachzudenken und gute Gespräche, wie ich hoffe, dass dieses eins ist, zu führen. Das hoffe ich auch. Vielen lieben Dank. Sie haben gerade das Thema Verdauung angesprochen. Der Darm spielt eine entscheidende Rolle. Gerade in diesen Corona-Zeiten können wir natürlich das Immunsystem stärken, jeder Einzelne, auch durch die Ernährung, aber letztendlich ist auch ganz wichtig, dass in diesen Tagen doch das Immunsystem mitspielt. Wie kann das ausschauen? Was kann man dafür tun? Also, das ist was, was wahrscheinlich die wenigsten wissen. Wir brauchen einen gesunden Darm, eine gesunde Darmflora mit den richtigen Darmbakterien, damit unser Immunsystem stark ist. Ein gutes Mikrobiom, so nennt man eine gesunde Darmflora, das bekommt man, wenn man ganz viele faserhaltige Nahrungsmittel zu sich nimmt. Also ballaststoffhaltige Nahrungsmittel. Faserhaltig in dem Fall ist? Das ist alles an Hülsenfrüchte, Gemüse, Salate, Obst, Nüsse. Dort sind die Ballaststoffe drin. In keinem einzigen tierischen Produkt gibt es Ballaststoffe. Das muss man einfach wissen. Und der Darm, die Darmbakterien, die guten, die wirklich wichtigen für das Immunsystem, die sind darauf angewiesen, dass die ernährt werden von diesen Ballaststoffen. Und wenn man zum Beispiel nur Fleisch essen würde, dann würde die ganze Darmflora kaputt gehen. Und das hat einen hohen Preis. Und der Preis ist einfach, den wir dafür bezahlen, dass wir krank werden. Krankheiten, die Zivilisationskrankheiten, die es heute gibt, die haben einfach unendlich viel mit dieser normalen Durchschnittsernährung zu tun, bei dem ein hoher Fleischanteil oder Anteil tierischer Produkte enthalten ist, weil wir haben keine Ballaststoffe. Wir brauchen mindestens 40 Gramm am Tag. Und der durchschnittliche Deutsche, der nimmt maximal 10 Gramm an Ballaststoffen zu sich. Und wenn man so ein bisschen noch zurückgeht, nochmal 100 Jahre zurück, dann hat man vielleicht so 80, 100 Gramm Ballaststoffe am Tag zu sich genommen. Und das war eigentlich das Richtige für die Darmflora. Und deswegen haben die Leute auch unter den eher schlechteren hygienischen Bedingungen, als wir sie heute haben, wesentlich besser auch noch überleben können, als wir es dann doch heute tun, weil diese Zivilisationskrankheiten, die ja oftmals so mit dem 50. Lebensjahr auch anfangen, die lassen ja nicht unbedingt jedes Leben auch schön ausklingen.
Jetzt kam gerade eine Frage rein und die gestatten wir gerne auch. Mein Gast heute Abend ist Frau Dr. Petra Bracht, die Ernährungsmedizinerin in Deutschland schlechthin und Bestseller-Autorin. Hier kam gerade die Frage rein, wie sieht's denn mit Kaffee aus? Da gibt's die einen, die sagen, Kaffee ist gesund und hilft dem Körper. Andere sagen, um Gottes Willen, zu viel Kaffee bringt den Körper auf die Palme und. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, dass es, beziehungsweise es gibt Studien. Diese Studien sagen, dass Kaffee an sich gut ist. Und zwar wegen der sekundären Pflanzenstoffe. Das sind eigentlich die Geheimnisse. Und zwar die Geheimnisse der Gesundheit in den Pflanzenstoffen. Das sind die, die für das Aroma verantwortlich sind. Das sind die Stoffe, die für die Farbe verantwortlich sind. Und das sind die, die unserem Immunsystem im Übrigen, man kann sich das so vorstellen, den einzelnen Zellen so eine Vergrößerungsbrille aufsetzen, damit die einzelnen Immunzellen die Dinge in unserem Körper entdecken, die nicht gut sind. Und wenn wir dann also viel von diesen sekundären Pflanzenstoffen haben, haben wir ein gutes Immunsystem. Und eben in allen Pflanzenstoffen sind diese sekundären Pflanzenstoffe vorhanden. In keinem tierischen Nahrungsmittel, möchte ich jetzt auch sagen. Also das sind die beiden Unterschiede. Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe sind in keiner tierischen Nahrung enthalten. Jetzt zum Kaffee. Im Kaffee sind ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Das heißt also, unsere Immunzellen sehen dadurch besser. Deswegen ist Kaffee eigentlich ein gutes Lebensmittel, Trinkmittel oder wie auch immer, aber es ist für mich trotzdem ein Genussgift, weil wir wissen, wenn wir zu viel davon trinken, dann geht das Herz schneller. Es gibt Leute, die sind abhängig davon. Es gibt die Menschen, die morgens aufstehen, erstmal einen Kaffee brauchen, um wach zu werden, vielleicht auch um auf die Toilette zu gehen. Deswegen denke ich, ein gesundes Mittelmaß, vielleicht 1-2 Tassen Kaffee, wenn es geht, dann auch aus biologischem Anbau, ist durchaus gut, weil dann ist nicht zu viel an Koffein enthalten. Und auf der anderen Seite profitieren wir von diesen wirklich wertvollen sekundären Pflanzenstoffen. Also die 2 Tassen Kaffee am Tag dann wirklich genießen. Und das Glas Rotwein am Abend ist gut fürs Herz? Nein, könnte genauso gut ein Traubensaft sein. Ist auch ein Gerücht. Das ist absolut, ja, das ist absolut ein Gerücht, das weiß man mittlerweile auch. Es geht dabei bei dem Rotwein spannend, dass Sie das gerade jetzt fragen, auch wieder um die sekundären Pflanzenstoffe. Und zwar um den sekundären Pflanzenstoff Resveratrol. Das ist dieser Farbstoff, der eben auch in roten Trauben sind. Deswegen muss man nicht Rotwein trinken, um in den Genuss dieses sekundären Pflanzenstoffes zu kommen, sondern könnte dann auch ein Traubensaft trinken, weil, was man wissen muss, also diese Weinkultur ist ja das Schöne, ich weiß das schon, nichtsdestotrotz, wenn man sich das vom ernährungsphysiologischen, gesundheitlichen Aspekt anschaut, ist es einfach so, dass jeder Alkohol im Körper, bevor er ausgeschieden wird, erst nochmal in eine hochgiftige Substanz umgewandelt wird. Das Acetaldehyd, ein verrücktes Wort, muss man sich nicht merken. Aber das ist halt giftig für den Körper. Und der Körper hält viel aus. Und ein bisschen Gift, und das ist jetzt ganz spannend, tut dem Körper auch gut. Das ist wie so ein Reiz, damit auch sein Immunsystem trainiert. Also vielleicht 1-2 Gläser Rotwein in der Woche. Das ist für den Körper bestimmt nicht schlimm. Vielleicht besser nur ein Glas, weiß ich nicht. Aber das muss jeder selbst entscheiden. Aber trotzdem, für so kleine Ausnahmen gibt es immer mal Platz und es macht einen bestimmt nicht krank. Krank macht einen eine dauerhafte Ernährung oder wenn jeden Abend eine Flasche Rotwein trinken würde. Das wäre dann schon ein Problem. Jetzt wollen wir hoffen, dass der Altkanzler Schröder zugehört hat. Dessen Frau hat sich ja neulich zu seinem Rotweinkonsum geäußert. Hier kommt eine Frage an, wie schaut es mit grünem Tee während der Schwangerschaft aus? Ist das schädlich? Nein, überhaupt nicht. Grüner Tee ist wundervoll. Also ein Geheimnis von mir, ich trinke bestimmt seit vielleicht fast 20 Jahren jeden Tag 2 Liter grünen Tee. Den setze ich mir morgens an und lasse auch diesen Teebeutel, also ich mache frischen grünen Tee, ich habe so einen Lieblingstee, ein Sencha Frühjahrstee aus Japan kommt, dann lasse ich den Beutel wirklich so lange drin, auch im Wasser, bis er ausgetrunken ist, setze ihn an mit 70 Grad heißem Wasser und freue mich dann, dass A, das Koffein
immer mehr aufgespalten wird. Also in dem Kaffee ist ja auch Koffein, also im Tee ist auch Koffein drin. Und ich komme in den Genuss dieser wertvollen, jetzt sind wir wieder da, bei den sekundären Pflanzenstoffen. Je länger ich diesen grünen Tee ziehen lasse, umso besser ist es. Grüner Tee, man weiß es, ist auch ein Mittel gegen die Entstehung von Krebszellen beispielsweise. Das ist super gut erforscht. Also es gibt wirklich gute Studien dazu. Deswegen kann ich einfach nur sagen, ein langgezogener, zarter, grüner Tee in der Schwangerschaft, wie wundervoll. Und außerdem in der Schwangerschaft sagt der Körper einem meistens genau, was er will. Und wenn der Frau, die eben gefragt hat, der Körper sagt, ich möchte gerne grünen Tee, dann wünsche ich ihr, ja, dass er einfach nur richtig gut und wertvoll ist. Und bitte dran denken, dass es bio sein soll. Weil grüner Tee, der nicht bio ist, ist leider gespritzt mit Pestiziden. Und ich glaube, das brauchen wir nicht. Es gibt ein neues Buch von Ihnen. Das ist ein ziemlicher Schinken, darf man sagen. Erinnert mich so ein bisschen, früher bei meinen Eltern war das die Hausapotheke. Ja, die stand immer so im Regal. Das waren halt auch solche Meisterwerke. Nichtsdestotrotz, in diesem Buch geben Sie viele, viele wertvolle Tipps, aber Sie gehen sehr offen und sehr schonungslos auch mit dem System um. Sie schreiben zum Beispiel, dass Sie den Eindruck haben, die meisten Ärzte sind überfordert hinsichtlich der Ernährungsmedizin. Da drängt sich zwangsläufig die Frage auf, brauchen wir eigentlich ein Schulfach Ernährung, um schon die Kleinsten heranzuführen an das Thema? Ach, Sie sind ein Schatz, wenn Sie das anschneiden, weil Dankeschön. Ich finde gerne. Ich finde, es ist so, so wichtig. Also auch schon, ich finde, im Kindergarten sollte das schon anfangen. Man kann spielerisch den Kindern eine gute Ernährung beibringen. Natürlich in der Schule sollte es unbedingt ein Fach geben, wo einfach auch Klartext gesprochen wird und nicht der eine sagt dieses, der andere sagt das. Wenn wir einfach mal sagen würden, was gesund ist und dass da das meiste von auf den Tisch kommen sollte, dann wäre das ganz, ganz klar. Und ich habe da geschrieben, oder wir haben wirklich auch geschrieben, dass die Ärzte leider oftmals überfordert sind. Aber ehrlich gesagt, sie können ja nicht wirklich was dafür, weil dieses Fach Ernährung wurde während des Studiums überhaupt nicht angeboten. Das heißt also, es ist nicht deren Verschulden, dass einfach dieses Wissen nicht da ist. Ich finde es nur deswegen nicht wirklich gut, weil die Menschen, die Patienten, die denken ja, dass der Arzt eigentlich derjenige ist, der am meisten über Ernährung weiß, weil ich glaube, das ist für uns eigentlich so normal, dass wir das glauben, aber er weiß es nicht. Und da ist diese Diskrepanz, die wir unbedingt überwinden und überbrücken müssen. Und meine große Vision oder mein großer Wunsch ist, dass wirklich Ernährungsmedizin ein Fach während des Medizinstudiums sein sollte, damit ein Basiswissen vermittelt wird. Und ich glaube auch, wenn man jetzt endlich in jeder Praxis zum Beispiel Ernährungsmedizin als Basistherapie anböte, dann ging es vielen, vielen Leuten viel besser, weil die pflanzlichen Lebensmittel, die haben manchmal viel, viel mehr Kraft als Medizin und das noch ohne Nebenwirkungen. Ich denke halt, das sollten die Leute alle erfahren. Und deswegen, wenn es natürlich schon in der Schule gelehrt werden würde, wäre das super toll. Und dann geht's weiter im Studium. Wie sind Sie denn auf das Thema aufmerksam geworden? Sie haben eine sehr spannende Biografie, sind in Frankfurt geboren und haben mittlere Reife gemacht, soziales Jahr im Kindergarten. Sie sind dann auch nach Indien gegangen, sind so ein Stück weit desillusioniert zurückgekommen, ja, weil Sie eine andere Vorstellung hatten. Und man hat den Eindruck, Ihren eigenen Traum haben Sie sich dann durch die eigene Praxis verwirklicht. Und das war auch der Moment, wo dann dieser Domino-Effekt im Prinzip in Gang gesetzt wurde. Aber wo haben Sie dieses Thema Ernährung so intensiv kennengelernt? Ja, ich war einfach auf der Suche nach Ursachen für wirkliche Heilung. Und ich habe die in dem, was ich gelernt habe, leider nicht gefunden. Ich habe ganz normal als Fachärztin für Allgemeinmedizin in der großen, großen Kassenarztpraxis gearbeitet. Und was ich wirklich konnte und wo es sicher war, war zu diagnostizieren und halt auch das entsprechende Medikament aufzuschreiben. Aber ich habe schon gesehen, dass da keine ursächliche Heilung war. Und ich wollte doch, es war mein Traum, ich wollte wirklich Medizin studieren, weil ich den Leuten helfen wollte, dass sie gesund werden können. Heute weiß ich, dass nicht ich Menschen gesund machen kann, sondern es kann nur jeder alleine. Er braucht nur das Wissen, wie das geht. Und
Studiert habe ich Medizin deswegen, weil meine Mutter so schwer krank geworden ist, meine Pflegemutter. Und weil ich gehofft habe, ihr noch helfen zu können während meines Medizinstudiums, ist mir nicht gelungen, weil sie schon ganz an den Anfängen meines Medizinstudiums gestorben ist. Aber sie ist letzten Endes krank geworden an Herz-Kreislauf-Erkrankung. Also sie hat mehrere Herzinfarkte gehabt und was alles dazu gehört. Und ich habe nicht aufgehört zu studieren und es war gut so. Und heute weiß ich, dass man mit der richtigen Ernährung gerade Herzkrankheiten tatsächlich auch wieder heilen kann. Also nochmal, nicht ich, sondern wenn der Mensch bereit ist, die Ernährung zu ändern, natürlich auch richtige Bewegung mit einzuführen, dann natürlich auch achtsam mit sich umzugehen, dann ist er in der Lage, auch zum Beispiel Ablagerungen in den Gefäßen wieder auflösen zu lassen. Das ist ein unglaubliches Wissen, was vorhanden ist, aber was immer noch die allerwenigsten Menschen überhaupt ahnen. Da gibt es Studien davon. Zum Beispiel der Dr. Esselstyn ist ein amerikanischer Chirurg, der hat in den 80er Jahren mit einer Studie begonnen und hat schwerst herzkranke Patienten auf eine vollwertige Pflanzenkost gesetzt. Die Patienten, die bei dieser Studie, es waren 24, sechs sind abgesprungen, die wollten nicht, dass man ihnen irgendwas sagt, wie sie die Ernährung verändern sollen, aber die 18, die dabei geblieben sind, wirklich alle schwerstkranke Patienten, die weder noch operiert werden wollen, noch andere Eingriffe vor sich durchnehmen lassen wollten bei sich, die sind, ich habe den Dr. Esselstyn kennengelernt vor 5 Jahren, die haben alle noch gelebt. Und die sind, damals waren sie gesund und hatten keine Herzbeschwerden mehr. Und Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen beispielsweise, die man ja sehen kann durch Untersuchungen, die lösen sich auf. Was eigentlich leider auch den meisten Kardiologen nicht bekannt ist, weil sie davon gar nichts wissen. Esselstyn im Übrigen hat Bill Clinton zu dem wahrscheinlich berühmtesten Veganer gemacht, weil er eben an Herzkreis, also Angina pectoris gelitten hat und dreimal operiert wurde und gesagt hat, so geht's nicht weiter, es muss eine ursächliche Lösung her. Und das ist die ursächliche Lösung. Deswegen plädiere ich auch dafür, dass eine gesunde Ernährung Basistherapie jeder Erkrankung sein soll und natürlich als Vorbeugung das absolut Beste, was man tun kann. Sie ernähren sich seit vielen Jahren auch vegan. Vermissen Sie manchmal etwas? Nein, überhaupt nicht. Also gerade jetzt diese Vielfalt, die angeboten wird, ist überhaupt kein Thema mehr. Als ich vor 30 Jahren damit angefangen habe, war es ein bisschen schwierig. Da musste ich mich erstmal zurechtfinden, dass es auch geschmeckt hat und ja, dass wir nicht so viele Freunde verloren haben. Das war alles gar nicht so einfach am Anfang, weil die alle gedacht haben, ja, jetzt geht's aber los, jetzt gibt es hier keine Milchprodukte mehr, es gibt kein Käse mehr, es gibt kein Fleisch mehr, es gibt keinen Fisch mehr und das soll gesund sein und schmecken. Das war nicht so ganz einfach. Aber heute, meine Güte, heute gibt es wirklich auch durchaus mal ein Ersatzprodukt, das man auch nehmen kann. Und wenn man zum Beispiel Leute einlädt, dann kann man auch mal so einen Pflanzenburger auf den Grill werfen und die Leute merken nicht mehr, dass es überhaupt kein Fleisch ist, sondern die haben immer noch ihr Erleben und so weiter. Also mir fehlt gar nichts. Also mir fehlt auch deswegen gar nichts, weil ich einfach weiß, was ich da all für Geschenke bekommen habe. Man muss es einfach mal ausprobieren. Und wissen Sie was? Ich verführe meine Patienten ja manchmal ein bisschen. Und zwar, die kommen zu mir und die sind krank und weil ich will denen ja nicht irgendwas überstülpen und sagen, jetzt nie mehr und überhaupt ihr ganzes Leben lang, sondern ich sage immer, versuchen Sie es doch einfach mal. Versuchen Sie es doch mal für 3 Monate, für 12 Wochen. Und dann entscheiden Sie einfach selbst. Und wirklich die allermeisten, die sagen, es ist einfach unglaublich, was passiert. Und die bleiben dabei. Jetzt vielleicht nicht zu 100%, wie ich das tue. Also ich tue es ja auch ganz bestimmt deswegen A, weil ich weiß, welche Heilkraft es hat und B, weil ich das einfach auch vorleben will. Weil ich denke schon, jemand, der darüber berichtet, der sollte das halt auch dann zu 100% machen. Deswegen tue ich das. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand nur 95% sich pflanzlich ernährt. Also so ein bisschen ab und zu mal vielleicht ausbüchsen. Das finde ich Kleine gar nicht Sünden sind schlimm. erlaubt. Ja, auf jeden Fall. Und eins muss ich noch sagen, ich bin ja auch jemand, der schon
seit 30 Jahren Intervallfasten macht. Und deswegen bin ich ja auch jemand, der immer dieses Intervallfasten auch einsetzt bei den Patienten, weil es einfach ganz klar ist, dass wenn wir Fastenzeiten im täglichen Ernährungsalltag haben. Geben Sie, mal, Sie haben ein schönes Stichwort genannt, Frau Doktor, Intervallfasten, diese 16:8 Methode, ja? Geben Sie uns einen kurzen Einblick, wie kann man gesund abnehmen? Genau damit, das ist super toll, indem man nämlich 16 Stunden lang gar nichts isst, vielleicht sogar auch 18 Stunden. Bei Männern wäre es ganz gut, wenn die 18 Stunden gar nichts essen und während 6 Stunden zweimal, und zwar zweimal, richtig gut und satt essen. Und das ist toll. Und wenn man das macht, das heißt dann also 5 Stunden, bevor man ins Bett geht, nichts mehr essen und 5 Stunden, wenn man wach geworden ist, danach auch nichts essen, dann ist man nämlich dabei bei diesen 18 Stunden, wenn man nämlich 8 Stunden noch geschlafen hat. Und dann passiert was völlig, völlig Wundervolles im Körper. Der Körper fängt an, sich zu heilen. Er heilt sich selbst. Er regeneriert sich und was er noch macht, und das ist einfach unglaublich, der recycelt. Der nimmt verbrauchte Dinge, zum Beispiel schon verbrauchte Eiweißmoleküle, die schon ihren Dienst getan haben, und benutzt die, um die wieder in einzelne Aminosäure zu spalten und dem Körper zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel fürs Immunsystem, für Antikörper oder für irgendwelche wichtigen Zellen, die das Immunsystem nämlich braucht, um Angriffe von außen abzuwehren, auch von Viren. Deswegen ist es gerade jetzt in der Zeit einfach so wichtig, dass man sich gesund ernährt. Der Körper räumt mit seinen Abfällen auf. Für mich als Patient ist das immer relativ einfach. Ja, ich kann Ihnen sagen, wo aus meiner Sicht das Gesundheitssystem krankt. Das eine ist, die Ärzte haben wenig Zeit für den Patienten. Man kommt sich immer so ein bisschen vor wie im Schweinsgalopp, dass das alles so der Nächste bitte geht. Das andere ist natürlich auch die Tatsache, dass man sich ein Stück weit in der Zweiklassengesellschaft wiederfindet. Ja, Privatpatienten, Kassenpatienten. Aus Ihrer Sicht, wenn ich Sie jetzt als Medizinerin schon mal hier im Bild habe, woran krankt das Gesundheitssystem? Gute Frage, schwere Frage. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist für den Patienten, ihn zu motivieren, wirklich sich selbst verantwortlich für seine Gesundheit zu fühlen, braucht Zeit. Und der Arzt hat in der Regel nicht mehr genügend Zeit für seinen Patienten. Und das finde ich ganz, ganz traurig. Das war auch mit ein Grund, warum ich damals meine Kassenzulassung zurückgegeben habe. Zu einer Zeit, wo ein Kassenarzt wirklich auch noch richtig gut verdient hatte. Das war auch, als es dann anfing mit den Budgetierungen. Das wollte ich auch nicht mehr mitmachen. Ich bin tatsächlich Privatärztin geworden. Habe natürlich als Privatärztin immer die Möglichkeit, Pro-Bono-Fälle auch mit dabei zu haben. Und von denen habe ich einige. Und was ich dann auch noch mache, ist, ich gebe all mein Wissen zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal weiter. Mhm. Weil ich finde, jeder muss es bekommen. Und ich habe bei mir auch in der Praxis noch eine Kollegin. Also wir sind eine reine, wir sind, ich glaube, jetzt mittlerweile 15 Leute, wir sind alle 95% vegan. Also auch meine ärztlichen Kollegen, die machen da natürlich mit. Und wir können immer entscheiden, wie wir dem Patienten jetzt, welche Rechnung wir ihm stellen. Und das habe ich nämlich aus Indien mitgebracht. Und ich finde es gut. Und ich glaube, wenn man das hier so hinbekäme in Deutschland. Das war nämlich so, dass in diesem Krankenhaus, in dem ich war, das war in Vellore, das ist in der Nähe von Madras, da haben die wohlhabenden Patienten die Versorgung von allen mittellosen Patienten mitfinanziert. Und das fand ich total toll. Und das ist ein Prinzip, das würde eigentlich funktionieren. Also ich weiß, dass es bei mir in der Praxis funktioniert. Und ich finde es nach wie vor richtig gut, das so zu machen. Und was wir machen bei uns, wir nehmen uns wirklich für das Erstgespräch, für den Erstkontakt pro Patient 1 Stunde Zeit, weil nur so lernt man sich kennen. So lernt der Patient mich kennen und ich den Patienten und kann wesentlich besser einordnen, wie ich jetzt mit ihm umgehe, welchen Plan ich mit ihm mache, wie arg ich ihn an die Leine nehme, aber vielleicht wie großzügig ich auch bin und einfach mal gucken, wie er das alleine handeln kann, weil mein Ziel ist es eigentlich, bei jedem Patienten, der zu mir kommt, dass der nach 2-, 3-maligen Besuchen bei mir genau weiß, was er alleine machen kann
um gesund zu bleiben. Und dann, wenn es eng wird, kann er wieder herkommen. Und so ist es manchmal spannend. Ich bin ja jetzt schon seit, oh Gott, fast 40 Jahren niedergelassene Ärztin. Das ist ja schon unglaublich lange. Es gibt Patienten, die kommen nach 30 Jahren wieder zu mir und sagen dann, ja, damals, das war so gut und dann bin ich wieder abgerutscht, aber jetzt würde ich gerne wieder. Und das macht natürlich dann total Spaß, einfach darauf aufzubauen. Und ich glaube, wenn man das so gestalten könnte hier in Deutschland, das wäre schon ganz schön großartig für die Menschen. Und außerdem ist es wichtig, dass man Mensch als Mensch sieht und nicht Mensch als Herz, als Niere, als Auge, als Ohren, als, ich weiß es nicht. Also der Mensch den Menschen als Ganzen. Ja, genau. Das ist ein gutes Stichwort, wenn Sie noch 2, 3 Minuten Zeit haben, Frau Doktor. Ich würde gerne noch schnell 2 Themen ansprechen. Schulmedizin, alternative Heilverfahren und Naturheilkunde. Sollten die häufiger Hand in Hand gehen? Können wir, wenn wir über den Tellerrand schauen, doch von jedem das Beste raussuchen? Das ist ja auch mein großer Wunsch. Ich würde so gerne, dass diese Disziplinen alle zusammenarbeiten, weil ich glaube, das wäre das Beste für den Patienten. Aber warum ist das so? Warum ist das so verpönt? Warum sperren sich da so viele Kollegen gegen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also wir lernen nichts über Naturheilkunde während des Studiums. Das kommt dazu. Also wir müssen das alles extra lernen. Also mein Wissen über Ernährung habe ich zu verdanken dem Menschen, mit dem ich auch dieses neue Buch geschrieben habe, Professor Klaus Leitzmann, der ja an der Gießener Universität Direktor für Ernährungswissenschaften war und dort gelehrt hat. Und das heißt, wir müssen schon noch mal ganz schön aktiv werden, um das zu machen. Aber ich glaube auch, dass die pharmakologische Medizin derzeit tatsächlich im Vordergrund steht. Ich glaube, wir haben eine Ära der medikamentösen Therapie und das verdrängt alles andere. Aber es ist ganz spannend. Ernährung und Naturheilkunde konnte noch nie wirklich ganz verdrängt werden, weil irgendwo kommen die immer wieder auf das Tablett und man kann nicht wegschauen. Und der große Wunsch von mir wäre, dass ich genau diese Disziplinen, also Naturheilkunde, Phytotherapie, Kräutertherapie, gegen jedes Zipperlein ist ein Kraut gewachsen. Das finde ich so spannend. Ich mache gerade jetzt noch eine Ausbildung in Kräutertherapie, weil es einfach unglaublich ist, dass Kräuter so viel Kraft haben. Teilweise werden ja auch Medikamente tatsächlich aus Kräutern beziehungsweise aus Natur hergestellt. Aber wenn dieses Wissen wesentlich mehr Hand in Hand gehen würde, das wäre so viel einfacher auch für den Patienten, weil es gibt immer wieder Patienten, die zu mir sagen, ich komme zu Ihnen, aber ich darf das meinem Arzt nicht sagen, weil der findet es gar nicht gut und das finde ich einfach schade. Also ich bin sowieso immer für Klarheit und Offenheit. Und wir sollten alles aussprechen, was wir denken. Und gerade in der Arzt-Patienten-Beziehung, meine Güte, ich, Petra, ich kann doch auch überhaupt nicht alles wissen. Ich bin ziemlich fit, was Ernährung anbelangt. Aber das, was ein Kardiologe weiß, ein Nephrologe, ein Pneumologe, das weiß ich alles überhaupt nicht, weil das schaffe ich gar nicht. Und deswegen, wenn wir alle zusammenarbeiten würden, wie traumhaft wäre das? Leider ist noch so ein bisschen irgendwie, dass sich diese Fachgebiete eher nicht so Hand in Hand fühlen, sondern jeder macht so sein eigenes, was sehr, sehr schade ist. Aber wer weiß, vielleicht im Zuge dessen, dass wir jetzt alle so ein bisschen mehr zusammenrücken und dass wir Menschen merken, dass Gesundheit so wichtig ist, vielleicht geht ja jetzt was von dem Patienten oder auch von dem gesunden Menschen das Bedürfnis aus, dass er sowohl natürlich auch die moderne Medizin bekommt, aber auch die Naturheilkunde und bitteschön auch die Ernährung. Das wäre traumhaft. Das erklärt aber, oder man hat zumindest den Eindruck, wir brauchen im Prinzip eigentlich eine Revolution des Studiums, ja, weil die Zeiten haben sich geändert. Man müsste die Ernährungsmedizin unterbringen, man müsste die Alternativ- und Naturheilmedizin unterbringen und natürlich gibt es die Umwelteinflüsse, die am Ende des Tages vielleicht heute andere sind als in den 50er Jahren oder vorher noch. Ich finde es ganz spannend, weil die WHO hat 2019 die 10 heftigsten Gesundheitsrisiken aufgeführt. Die erste war Umweltsituation und Klimawandel. Die zweite war nicht übertragbare Krankheiten. Das sind die ganzen Zivilisationskrankheiten. Die dritte
war, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, weil es ist die dritte oder vierte, auf jeden Fall die Influenza-viralen Erkrankungen. Das fand ich auch schon unglaublich spannend, weil das wusste man da schon. Man hat es als Influenza bezeichnet. Mittlerweile würde man einfach nur das große Spektrum der Zoonosen oder der viralen Infekte nehmen. Und da sieht man doch schon, was an erster Stelle steht. Die Umwelterkrankung und der Klimawandel, das sind die größten Risiken für die Gesundheit von uns Menschen. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, und wir haben das auch in unserem Buch natürlich beschrieben, dass die Umweltsituation und der Klimawandel ganz viel natürlich auch mit unserer Gesundheit zu tun hat, beziehungsweise unsere Ernährung hat ganz viel auch mit dem Klimawandel zu tun. Denn die Massentierhaltung mit den Wahnsinnsvernichtungen von Regenwäldern für das Futter der Tiere, die dann wieder gegessen werden müssen. Und es sind nun mal 74 Milliarden Tiere, die jährlich geschlachtet werden. Das heißt also ungefähr 10 Tiere pro Person. Es gibt ja auch viele, die das gar nicht essen. Das ist einfach eine unglaubliche Zahl. Also von daher, das hängt wirklich alles zusammen. Und wenn Sie das jetzt schon so angeschnitten haben, so ein ganz großer Wunsch, und vielleicht ist es auch was ich in diesem Leben noch hinkriege. Ich würde gerne noch ein zweites Medizinstudium eigentlich platzieren. Das ist so mein Traum, aber natürlich, Träume darf man haben, ob die sich erfüllen oder nicht. Es ist tatsächlich so ein Lifestyle-Medizinstudium, dass man wirklich lernt, was kann der Mensch alleine tun? Also so eine Basis Medizin, und zwar das ist die Ernährung, die richtige Bewegung und aber auch die Achtsamkeit, dass wir lernen, wieder auf uns zu achten. Das ist ein Studium. Und dann kommt die ganze moderne Wissenschaft. Die ist unglaublich. Also was ich da manchmal lese, was sich da tut, das ist also für mich nicht wirklich alles verständlich und greifbar, weil da gibt es schon so vieles, wo ich überhaupt nicht mehr hinterherkomme. Aber da gibt es bestimmt ganz Tolles, was entwickelt wird. Und wenn die beiden zusammenkämen, meine Güte, dann hätten wir wahrscheinlich folgendes Problem. Da hätten wir ganz viele gesunde Menschen, die nicht 85 Jahre werden würden, sondern 100, 110, wie es die Menschen in der Blue Zones schaffen oder geschafft haben, als sie noch gesund gelebt haben. Und dann weiß ich nicht, dann würden vielleicht auch weniger Medikamente gebraucht. Es würde eine andere Lebensmittelindustrie notwendig sein. Also es müsste ganz viel Veränderung stattfinden. Und ich weiß einfach nicht, ob das wirklich gewünscht ist. Ich habe ein interessantes Gespräch vor einigen Wochen geführt mit dem früheren Chefredakteur des Spiegels. Der hat ein Buch veröffentlicht über das lange, glückliche, verrückte, gesunde Leben der 100-Jährigen. Unter anderem hat er rund um die Welt Menschen besucht, die 100 und älter sind. Und da spielte natürlich Ernährung auch eine besondere Rolle. Mir fällt auf, wie leidenschaftlich Sie für Ihre Ideen werben. Sie sind wirklich so ein Kraftwerk auf zwei Beinen. Das macht großen Spaß. Sagen Sie, seelische und körperliche Leiden, müssen wir da manchmal auch den Menschen als Ganzes sehen im Prinzip? Wenn ein Patient zu Ihnen kommt, können Sie oder müssen Sie sich mit ihm längere Zeit unterhalten, um festzustellen, ist das jetzt ein körperliches Leiden oder geht das letztendlich vielleicht von ganz anderen Symptomen aus? Sitzt das Leiden tiefer? Sitzt das in der Seele? Ist das eher etwas, was der Mensch anders lösen muss? Also es gibt ja ein großes Thema, ein schönes Thema. Also wir wissen zum Beispiel, dass der Verdauungstrakt so der zweite Sitz der Seele ist, so sag ich das zumindest immer. Wir wissen ja auch, dass wir hier ganz viele von diesen Glücklich-Hormonen im Bauch produzieren. Und ich finde es immer ganz spannend. Ich mache ja immer so eine ganz ausführliche Anamnese mit meinen Patienten. Und ich frage dann immer ganz frank und frei, was sind Ihre Anliegen, warum kommen Sie? Und ich glaube, das ist, ja, also ich kann Menschen gut zuhören.
Und wenn ich mich mit denen unterhalte, mit diesen Menschen, die dann bei mir sind, dann wissen die, dass die aufgehoben sind. Und dann sagen die mir meistens genau, um was es geht. Ob es ein körperliches Leiden ist oder aber ob es ein körperliches Leiden ist, weil die Seele leidet. Oder ob es dann auch eher ein seelisches Leiden ist. Das kriegt, also ich glaube, das ist die Erfahrung, die ich habe. Das bekomme ich ganz schnell heraus. Und eines kann ich Ihnen sagen. Jeder von uns hat einen Rucksack mit schon einigen seelischen Nöten darinnen und jeder bräuchte eigentlich auch die Möglichkeit, diesen Rucksack zu leeren. Und das kann man eben nicht in 5 Minuten oder 10 Minuten, da braucht Zeit. Und wenn ich sowas merke bei Menschen, ich bin jetzt in der glücklichen Lage, in meiner Praxis eine Psychologin auch beschäftigt zu haben, weil ich glaube, dass jeder auch bevor er krank wird, am besten präventiv diesen Rucksack leert mit diesen schweren Steinen, die er rumschleppt. Weil dann wäre manchmal die körperliche Symptomatik wesentlich weniger. Und wir hätten einfach ganz viel auch in unserem Unterbewusstsein schon aufgeräumt, weil das schleppen wir ja mit uns. Und je älter wir sind, einfach umso mehr. Und wir waren nicht alle immer nur Engel während unseres Lebens auf dieser Erde und sind auch nicht immer nur wie Engel behandelt worden. Das heißt, wir haben alle was zu lösen. Der eine mehr, der andere weniger. Jetzt leben wir in spannenden Zeiten im Jahr 2020 und künstliche Intelligenz, KI, Computer, hochtechnologisierte Medizinformen sind auf dem Vormarsch. Ist das eigentlich Fluch oder Segen, dass wir heute zu viel dem Computer überlassen und zu viel der Technik überlassen? Also wenn wir zu viel dem Computer der Technik überlassen, dann ist es garantiert ein Fluch. Weil wir sind immer noch soziale Wesen und das werden wir bleiben. Und zum Beispiel einer der Gründe, warum die Menschen in den Blue Zones so alt werden, es hat damit was zu tun, dass sie sich gegenseitig haben. Das heißt, sie haben ein riesengroßes soziales Netzwerk, ein Gefüge. Die werden wahrgenommen mit all ihrem Sein. Und das geht leider manchmal ein bisschen unter in dieser ganzen Technologie und in der modernen Medizin. Ich finde die schon super spannend, diese moderne Medizin, auch von der Diagnostik her. Aber ich glaube, dass Mensch erst dann wieder gesund wird, wenn er auch als Mensch wahrgenommen wird. Und das können einfach Maschinen nicht. Und das können nur Menschen. Ist egal, ob das jetzt ein Arzt ist, kann auch ein Freund sein, das kann auch irgendjemand einfach sein, der zuhören kann. Aber das brauchen wir auf jeden Fall. Und wenn die Medizin nur noch technologisiert wird und wenn die nur noch mit Computer abgehandelt wird, ich glaube, dann ist das nicht der richtige Weg, den Menschen zu heilen, weil der Mensch hat Herz, der Mensch hat Seele, der Mensch hat Gefühl. Und das kann eine KI nicht geben und es kann auch Technologie nicht geben. Das können wir uns, und das muss ich sagen, Gott sei Dank, nur gegenseitig geben. Nicht nur in der Medizin, sondern generell brauchen wir mehr Menschlichkeit. Petra Pracht ist heute Abend mein Gast. Sie hat dieses wunderbare Buch Klartext Ernährung geschrieben. Wenn Sie noch eine Sekunde Zeit haben, würde ich gerne noch 2, 3 Fragen der User beantworten. Eine Frage ist, wie viel sollte man sich pro Tag bewegen? Wie viele Schritte sind optimal? Da gibt es ja immer diese Zahl, 10.000 Schritte sollst du tun. Ist das so? Also Bewegung eigentlich so viel wie geht, würde ich sagen. Das Allerschlimmste ist, sich nicht mehr zu bewegen, weil nicht bewegen heißt Stillstand. Stillstand heißt letzten Endes kein Leben mehr. Und deswegen alles, was man zu Fuß zurückbringen kann oder was man laufen kann, zu Fuß laufen, Treppen steigen, Fahrrad fahren, das ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns dehnen. Weil was machen wir alle? Wir sitzen und wir verkürzen gerade in diesem Bereich. Deswegen sind auch Dehnungsübungen so wichtig. Also ich kann Ihnen sagen, was ich mache. Ich mache Ausdauertraining 3-mal in der Woche. Ich mache Krafttraining 2-mal in der Woche, aber jetzt nicht im Fitnessstudio, sondern hier auf der Matte. Nämlich Liegestützen, Kniebeugen und ein bisschen was für den Bauch, damit meine Figur einigermaßen bleibt. Wie lang ist so eine Session, wenn man sich, wenn man Sie fragen darf? Wie viel Zeit nehmen Sie sich dafür?
Also man sollte in meinem Alter schon bestimmt eine Stunde fünfmal die Woche haben. Und das ist in Ordnung. Das tut unheimlich gut. Vor allen Dingen, wenn wir uns aufdehnen in der gesamten Muskulatur, die ja dann verkürzt, wenn wir immer die gleiche Haltung einnehmen. Und dann kommt auch die Durchblutung dadurch zu kurz und so weiter. Das ist nochmal so ein anderes Thema, ein Schwerpunktthema von mir. Auch aus Schmerzen rauskommen. Dann ist es einfach wie, ja, wie eine Befreiung. Also gerade wenn wir hier alles hier vorne machen. Wir schreiben hier vorne, wir essen hier vorne, wir reden hier vorne. Ich rede ja immer viel mit meinen Händen. Dann verkürzt diese Brustmuskulatur. Und dann kann man ganz einfach hingehen. Da gibt es Übungen, um hier aufzudehnen. Und es tut einfach so gut und so befreiend. Und wenn man das mal auch 2, 3, 4 Tage gemacht hat, dann weiß man, wie gut es tut. Und man darf sich dann wirklich auch gerne am Wochenende, und ich genieße es ehrlich gesagt immer, weil es ist gut, dass ich so einen Mann habe, der mich da auch ein bisschen unterstützt, was die Bewegung anbelangt. Ich genieße es auch mal faul zu sein, und das mache ich dann Samstag, Sonntag. Aber unter der Woche sind einfach meine 3 Männer, also ich habe 2 Söhne und einen Mann, die gucken dann schon sehr, dass ich mich auch bewege, weil Bewegung ist auch ganz wichtig für den Kopf, für unsere Klarheit, dass wir mehr sehen und dass wir auch, vor allen Dingen, wenn wir draußen sind, wenn wir uns da bewegen, dass wir gute Luft haben, dass wir ausatmen, auch diese zu vielen Säuren, die atmen wir aus, wenn wir uns draußen bewegen, also wenn wir ein bisschen walken, joggen oder was auch immer oder mit dem Fahrrad draußen sind. Das tut alles unheimlich gut und außerdem tut uns auch die Natur gut, weil da ist die Luft am besten. Im Übrigen ist die Luft draußen, selbst an befahrenen Straßen, wesentlich besser als in geschlossenen Räumen. Deswegen raus und bewegen. Und jetzt haben Sie eigentlich gefragt, oder der Zuschauer hat gefragt, sind 1000 Schritte genug? 10.000. Also, wenn ich 10.000 meine, ja, meine ich doch. Dankeschön. Natürlich sind die besser als nichts, aber wie gesagt, wenn man noch ein bisschen Krafttraining dazu macht und noch ein bisschen Dehnungsübung, dann sind sie absolut im grünen Bereich. Und ja, das ist das auch, was die ganzen Menschen aus den Blue Zones, also die so alt werden, auch ausmacht. Die bewegen sich nämlich bis sie sich nicht mehr bewegen können, also kurz bevor sie dann die Augen zumachen und in ein anderes, vielleicht genauso schönes Dasein entschwinden. Ein sehr schönes Schlusswort. Jetzt überlassen wir Sie Ihrem Spargel heute Abend. Vielen lieben Dank, Frau Dr. Pracht, dass Sie mein Gast waren. Das Buch kann man jedem ans Herz legen und nicht nur ans Herz, sondern auch an die Nieren und an alle anderen Körperteile. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bleiben Sie gesund. Vielen lieben Dank. Ja, danke, Sie auch und vielen Dank. Tschüss, alles schönen Gute. Abend. Ihnen auch, Wiederschauen. Tschüss. Ciao.